Oh nice, wir haben Blitz. Bring, bring, bring. Sing. Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Mario Kart 8. Mario Kart den Thomas von PlayerGaddon und dem Hübi. Yay, hallo. Hallo. Und wir fahren wieder die Animal Crossing Strecke. Yay. Daran erinnern Sie sich von letzter Woche nicht mehr. Stimmt. Dann schaut doch mal beim letzten Part wieder vorbei. Hashtag no Werbung. Referenz Hashtag auf letztes YouTube Video Money. Erfolgreich abgeschlossen. Oh, schön. Ganz knapp Bananen ausgewichen. Skiller hier am Start. Ah. Thomas. Oh, die Feuerblume ist so nervig. Stellen? Magst du uns die Geschichte erzählen, in der Alkoholtropfen vorkommen? Bitte nicht. Ich reg mich dann nur auf bei der Geschichte. Bitte do it einfach. Soll ich die Geschichte jetzt erzählen? Ja, do it. Dann erzähle ich die Geschichte. Ja. Es war einmal in einem Abend von PlayerGaddon. Er war am Chillen, hörte Musik und schrieb auf WhatsApp. Und da gab es eine Person, die ihm etwas Unfassbares erzählt hat. Und zwar, dass diese Person eine Schwester hat. Wie unfassbar ist das denn bitte? Ich kann mich gar nicht mehr auf meinem Stuhl halten. Ich auch. Ich flieg gleich vom Stuhl. Ich auch. Erzähl weiter, Bruder. Okay, ich erzähl weiter. Dabei. Und diese Schwester, sie hat eine Cola getrunken. Ein Glas Cola. Und dann angeblich, sollte ihr jemand irgendwelche... Cola. Was? Angeblich ein Glas Cola, man weiß angeblich, ja. Genau, angeblich ein Glas Cola. Und dann sollte ihr jemand irgendwie ein paar Tropfen reingetan haben. Alkohol. Und davon hatte sie eine Alkoholvergiftung. Ja, Freunde, ein paar Tropfen Alkohol und schon hat die Alkoholvergiftung am Start. So läuft es. Ja, Mann, das kann ganz schnell passieren. Jeder, der ein Bier trinkt, hat eine Alkoholvergiftung. Ja klar, das passiert ganz schnell. Also wenn man ein Bier trinkt, da, ja, du bist man schon eine Alkoholvergiftung. Du bist Letzte. Ich weiß, minus 14. So, da wären wir ja wieder. Mit der Waldstrecke. Ich liebe sie. Genau. Die ist so geil. Willst du jetzt deine Geschichte erzählen? Ja, kann ich schon machen. Aber es hat damals... Oder noch, wollen wir weiter auf meine eingehen? Es hat damals, als ich noch naiv war und die Reichweite von YouTube unterschätzt habe. Weil ich habe erst, vor... Wann war das? Wann war ich... Also irgendwann war ich auf jeden Fall feiern und da hat mir dann einer erzählt, dass sie mit, keine Ahnung, so 4-5 Leuten aus meiner Klasse regelmäßig in den Freistunden meine Videos guckt, ohne dass ich davon weiß. Oder das war so perplex für mich. Da habe ich sogar in meiner Mario Kart 8 Folge drüber geredet. Ja, vor der Aufnahme schon vorher. Ja, da habe ich ja auch in meiner Mario Kart 8 Aufnahme drüber geredet, dass einfach die Eingriffe in mein Privatleben und so. Auf jeden Fall habe ich damals mit einem Kumpel Minecraft noch aufgenommen, ja, da war ich in so einem komischen Projekt dabei, da haben die mich eingeladen. Halt. Minecraft? So 8 Leute oder so haben da Minecraft gezockt und da war ich halt auch dabei. Hm. Auf jeden Fall, damals, da war ich noch nicht nur Nintendo. Auf jeden Fall haben wir dann immer zwei Teams gemacht und dann habe ich halt meine Aufnahme mit ihm gehabt, das war schon eher abends. Hm. Das ist wichtig, dass es abends ist, weil je später es abends ist, desto redseliger werde ich in Sachen private Sachen. Und auf jeden Fall haben wir dann irgendwann angefangen, ja, über bla bla bla, Frauen-Stuff und so zu reden. Und dann habe ich halt irgendwann über eine geredet, die... Oh, nee, das Video können sie nicht sehen. Meine Kumpels. Auf jeden Fall habe ich dann über eine geredet, die neben mir in Deutsch saß. Und die war halt auch echt heiß und das habe ich halt auch gesagt. Nee, ich habe nicht gesagt, sie war heiß. So habe ich es nicht gesagt. Ich habe das noch relativ... schön formuliert. Ich habe irgendwie gesagt, ja, sie ist total süß oder gut, keine Ahnung. Auf jeden Fall nichts Schlimmes. Auf jeden Fall hat er halt auch geschrieben, dass sie halt total den arroganten Charakter hat. Und das haben die es dann irgendwie in der Freistunde angeschaut haben, wohl so weiter verbreitet, dass sie es dann irgendwann mitbekommen hat. Und die nächsten 2 Wochen hat sie einfach nicht mehr mit mir geredet. Obwohl ich ihr Komplimente gemacht habe.
Ich habe halt nur gesagt, ja, dass sie ein bisschen arrogant ist. Ja, nur ein bisschen oder so. Aber die hat nicht mehr mit mir geredet. Es ist so verrückt, als wir da feiern waren und die eine mir erzählt hat, ja, also wir treffen uns immer dann zu viert, zu fünft und gucken alle immer zusammen deine Videos an, dachte ich mir so, wow. Oh nein. Und das sagt ihr mir erst jetzt nach einem Jahr. Da habe ich mich erst gefreut und danach richtig verarscht gefühlt. Oh nee, du Armer. Das war übel. Und seitdem passe ich auch auf, was ich sag. Partystraße! In Mario Kart 8 Online bekommt man beinahe nur immer dieselben Strecken. Ja, seit dem zweiten DLC aber erst. Ja. Davor war das so übelst abwechslungsreich und mittlerweile nur noch die aus dem neuen DLC eigentlich. Nur noch. Ja. Also manche Strecken bekommen wir gar nicht mehr. Ja, das ist zum Beispiel die Geisterstrecke, bin ich glaube ich nie wieder gefahren. Doch im letzten Part, wo wir aufgenommen haben. Wir haben nee, nicht nein. Wo wir aufgenommen haben, wo wir mal privat gespielt haben. Echt, da sind wir mal die Geisterstrecke gefahren. Ja. Oder die Kumu-Farm. Ja, die kriegt man so gut wie nie. Oder auch so diese ganzen alten Mario-Rennpisten, wie sie alle heißen. Das finde ich ein bisschen schade. Ich auch, weil ich die eigentlich echt geil finde. Auch ja. Diese weiße Donut-Ebene oder so. Oder ist, ja, die ist schnieke. Die mag ich übelst gern. Die ist echt knorke. Und pornös. Oh, die Kurve habe ich ganz beschissen genommen. Aber die Strecke bin ich mittlerweile so oft gefahren, die kann ich echt gut. Ja. Ich finde die gut, aber ich mag wenn sie man auch. Die so oft fährt, dann... Boah, das ist voll behindert. Ich habe jetzt gerade eben aus einer Wasserflasche getrunken, die aus dem Kühlschrank kommt. Und die ja. Ist halt außenrum voll nass und ich glitsch jetzt die ganze Zeit hier auf meinem Gamepad rum. Vielleicht ist es gar kein Wasser. Sondern Schweiß. Genau. So sehr schwitze ich im Sitzen noch nicht. Obwohl es bei den Temperaturen schon fast verständlich wäre. Boah, es ist so übertrieben. Übertrieben finde ich es nicht. Weil ich wette, wenn es dann wieder kühler wird, dann reg ich mich wieder auf, dass es nicht mehr so warm ist, aber... Oh, ich hab verschissen, aber hart. Oh. Ich finde es immer geil, wenn man so einen Vorsprung hat, dass man eine Banane reinfahren kann und nicht überholt wird. Ja, das ist geil. Oh nee, ich hab so wirklich hart verschissen, Alter. Warum? Ich wollte gerade die Abkürzung nehmen und bin einfach an den Pfosten da hängen geblieben. Oh, das ist bitter. Durfte erstmal im Rückwärtsgang fahren und dann... Wie viel da bist du? Oh. Neunter. Was, du bist nicht mein Letzter? Nee. Du hast einfach ein freshes Item bekommen, oder? Ein Stern. Ja. Boah, was ich für einen großen Vorsprung hab. Heftig. Nice, bin gefällt noch. Ja, perfekt. Du bist so ein Lacker. Fick dich, Donner, lutsch mir mal in den Sack. Ich hab alle überholt. Du bist so ein Lack. Beschwer dich nie wieder, dass du in Mario Kart Pech hast. Nie wieder. Das wievielte Rennen war es? Das vierte, oder? Dritte, glaube ich. Ja, ich zähle nicht mit. Das dritte von der Zeit her. Aber ich kann dir sagen, es kommt in deinen Videos noch nicht so rüber. Also du kannst es bis jetzt noch ganz gut verdecken. Das ist sehr gut. Und ich da geht das nächste Rennen weiter. Red nicht in diesem Video drüber. Nein, werde ich nicht. Irgendwann, wie gesagt, wenn der Tag da ist, über den ich jetzt schon ein paar Mal geredet habe. Ja. Wenn der Tag da ist. Dann. Da kommt dann dein Video, wo du einfach eine fette Hausparty alleine machst. Ja. Ich glaube, ich werde da so hart feiern, dass ich dann ungefähr 10 Let's Plays betrunken mache. Ich liebe die Musik aus dem vom Donkey Kong Jungle. Ja, ich muss immer ohne Ton spielen während der Aufnahme. Wobei, du kannst ja den Ton machen, dann habe ich auch Ton. Okay, warte. Bring! Perfekt. Oh nice, wir haben einen Blitz. Bring. Sing. Nein. Ding. Whoop. Okay, es reicht. Das war zu viel des Guten. Jetzt das hast du wieder was, was du vor deinem Video schneiden kannst. Ja. Ist immer perfekt. Ich bräuchte auch mal irgendwann ein neues Intro. Aber dein Intro-Designer schreibt mir nicht zurück. Peace. Er hat mich gefragt, was ich für ein Intro haben will. Ich hab's ihm gesagt und dann hat er nicht mehr zurückgeschrieben. Was hast du denn gesagt für eins?
sowas chilliges 2D-mäßiges. Ah. Ich mag solche 3D-Dubstep-Intros gar nicht. Ich auch nicht. Dann kommt immer so ein, weiß ich nicht, 10-jähriges Kind, was dann so Minecraft macht. Ja. So immer so. Und dann so. Hallo, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Dead Wars. Ich habe gerade ein rauschendes Mikrofon und meine Videoqualität ist bei 144p und ich versuche mir mein Bestes zu geben. Und dann am Ende des Videos abonnieren, liken, favorisieren, kommentieren würde ich mich überall freuen. Dankeschön. Das stelle ich mir immer vor, wenn so ein Intro kommt. Oh, schön. Alter, Dubstep David, ohne Witz. Och nee. Da fährt ein Disco DJ und macht einen Dubstep da. Oh, der blaue Panzer ist schön, weil jetzt bin ich erst da. Das war so gemein. Okay, die das muss jetzt sitzen. Au, 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 au. Du! Da. Ich wurde jetzt zweimal. Zweimal von einer Bombe getroffen. Du bist Achter. Ja, ich war Erster. Läuft bei mir. Minus 2 Punkte für den Thomas. Ich bleibe jetzt bei ihm für immer bei der 6940. Hallo, willkommen zurück. Ja. Wir flamen. Hallo. Hallo. Ich bin der Hübi. Das war's dann mit dem letzten Part mit dem lieben Hübi. Oh, ja. Schön wir war's. Drei Wochen Parts. Lang mit dir zusammen. Was? 3 Wochen lang Mario Kart 8. Immer wieder ein Video dabei. Schön. Aber du hast mich ja immer noch auf WhatsApp. Eben. Wir können immer noch schreiben, auch wenn du im Urlaub bist. Ja, da gibt's ja auch Internet. Internet. Kennen die da drüben in der Ukraine Internet überhaupt? Klaro. So primitiv sind die noch nicht. Können die auch Deutsch oder kannst du Ukrainisch? Ich kann Englisch. Halb und die können auch Englisch. Redet mit euren Verwandten Englisch? Die können nicht Deutsch und ihr könnt nicht Ukrainisch? Ja doch, meine Mutter kann das und ja. Okay. Du nicht? Das reicht ja dann auch. Kannst du nichts Ukrainisches sagen? Pff, ich kann ein paar Wörter vielleicht. Sag mal. Ich kann... Warte mal. Oh nee, das will ich jetzt nicht machen. Doch, hau raus, Bruder. Du musst in deiner Person stehen auf YouTube. Okay, ich glaube, ich kann Jaholotne sagen. Das heißt, ich hab Hunger. Jaholotne. Also ich kann selber nicht sprechen, aber ich verstehe einiges. Ich glaube, das kennst du, oder? Ja. Ist wie so bei mir im Englischen. Ich verstehe vieles, aber selber kann ich nicht viel sagen. Boah, ich habe einfach im Englisch-Abi 12 Punkte bekommen, obwohl ich mir selber höchstens 7 gegeben hätte. Weil mir einfach die Hälfte der Wörter nicht eingefallen ist. Na, läuft bei dir. Das war echt heftig. Dafür hat mir die... Ja. Beep! Von Rallye-Lehrerin auch nur 12 gegeben, obwohl ich alles gewusst habe. Und wenn ich meine alles, dann es war wirklich alles. Ich habe keine Ahnung, was ich noch hätte besser machen können. Und die gibt mir nur 12 Punkte. Also hat sich wieder ausgeglichen. Bei mir in Rallye, ne? Ich habe einfach nur eine 1 auf dem Zeugnis bekommen fürs Nichtstun. Habe mir auch so gedacht. Dankeschön. Ah, fuck, Alter. Ja, unsere Religionslehrerin war vielleicht, ich weiß nicht, 5 Stunden da im ganzen Jahr und dann musste sie, glaube ich, nur ganz schnell eine Note hinklatschen. Oh, das war das letzte Rennen und ich werde Erster, oder? Mama, Hilfe! Bam, Junge, Erster! Ja, ich kann jetzt nicht so einen großen Erfolg verbuchen. 7. Verdammt. So, das war's dann. Mit der letzten Folge Mario Kart. Nein, war's nicht. Ich meine, es geht ja weiter. Aus dieser Session. Ja, es geht weiter, aber jetzt für die nächste Zeit. Ihr werdet keinen Unterschied merken, aber wir beide. Eine gute Zeit. Wir süßen Schnuggis werden kein Mario Kart mehr spielen können. Nie wieder. Nie wieder. Donut Ebene 3. Haut rein. Ciao.